Chimaev. Super vorsichtig. Eigentlich hatte man sich darauf eingestellt, dass er eher überfallartig seine Chance hier in diesen ersten Runden sitzt und nutzt. Aber die besseren Hände kommen im Moment von Cena. Vermeiden und er hat wirklich riesen Power drin in seiner rechten Hand. Schwerer Treffer gegen Sinan. Und wiederum große Schlussaktion am Ende dieser ersten drei Minuten. Das wurde ein hochdramatischer Kampf. Das war erst ein kleines Hineinschnuppern in einen riesen Fight. Eine rechte hast du in Hand gemacht. Aufpassen. Ruhe. Nicht so weit, nicht so offen. Immer linke, bitte locker schlagen. Und wenn du richtig Gefühl hast, die linke schlagen. Ich sehe dich im Voll aus, Mann. Dann kann ich deine Hände kur. Soluna gewinnen. Immer wieder zumachen, Sinan, und die Führung ist ein bisschen lockerer und danach. Solo, sakin at, ondan sonra sağa peşine at. Ama sağa direkt atma. Aufpassen, Sinan, die Hände sind gefährlich. Sağa tehlikeli. Bravo, bize onu çıktı. Jetzt haben wir sie noch dreimal in der Slow-Mo gesehen. Diese krachende rechte Hand. Und es sah jedes Mal nicht gut aus. Sie müssen verdammt aufpassen. Sie wollten in der Mitte geschlossen bleiben. Aber genau das ist nicht gelungen. Runde 2. Hier boxt die Nummer 1. Der WBC gegen die Nummer 2. Shamil Sam gegen Maskayev. Wenn der Jab kommt des Türken, dann sehen Sie, er ist explosionsartiger geschlagen, er ist schneller. Und andere Boxer hätten sich wahrscheinlich schon nach dieser rechten Hand von Maskayev verabschiedet. Aber auch das zählt zu den Stärken in Anführungsstrichen von Sinan Shamil Sam, dass er viel wegstecken kann. Und das wird er brauchen in diesem Gefecht. Alsterdorfer Sporthalle, hier im Norden von Hamburg, tot. Alle, die zugesehen haben, wissen, hier steht gleich die nächste Explosion bevor. Gleich werden wieder zwei, drei schnelle Hände kommen und es werden harte Hände sein, denn beide können verdammt hart schlagen. Wer den Weg von Sinan Shamil Sam verfolgt hat, der weiß, dass er eigentlich ein bisschen von seinem Stil hier in seinem 27. Profikampf abweicht. Normalerweise kommt er ja so gleichmäßig wie die Wellen des Bosporus oder hier der Elbe immer wieder auf seinen Gegner zu. Er ist sehr verhalten, ist sonst immer sofort präsent, arbeitet viel mit dem Jab, ist ja sehr variabel schlagend, aber hier merken Sie den Riesenrespekt. Auch die zweite Runde, ganz eng. Es werden nicht viele Hände geschlagen, aber die, die kommen, kommen mit unglaublicher Power. Maskayev
verkauft sich hier geschickt und erst am Ende der zweiten Runde kann Sina noch ein paar eindrucksvolle Aktionen setzen. Wir zittern mit dem Tiger, mit Darius Michalczewski und gehen noch einmal in die Ecke zu Uli Wegner, dem Meistercoach. Ruhe, pass auf, die erste war weg. Jetzt bleib ganz ruhig. Aber wenn du die rechte aus, lass die linke um. Er versucht immer, dich abzulauern. Hast du gemerkt? Mach mal eine Finte. Immer wieder zu. Ja. Mach mal eine Finte. Ja, in der Hauspassung kommt man die rechte. Hast du verstanden? Ruhe, ja. Ganz locker, aber ganz locker. Und wenn die Situation sicher ist, dann kommt ein, zwei. Aber aufpassen. Ja. Aufpassen, die linke oben lassen. Sonuna gibi sen, sonuna mani bırakacaksın. Sadece sonuna gibi. Sağ zaten otomatik geliyor sen. Ich glaube, die Chancen stehen 70-30 für mich. Das können wir zumindest eingangs dieses Duelles im Schwergewicht bei der internationalen Meisterschaft der WBC noch nicht erkennen. Aber es sind noch 10 Runden. Die Hinweise von Frank Arzer, einem ganz erfahrenen Ringrichter aus Detroit, Michigan, dass sich der Trainer von Sinan Chamizam bitte nicht in den Ring hineinzulegen habe. Ist hier mit großer Ehrfurcht nach Hamburg gereist, ist zum ersten Mal in Deutschland, hat heute noch das Grab von Max Schmeling hier besucht. Er, der aus der Stadt von Joe Louis kommt. Und er sagt auch, es ist mir eine Riesenehre und legte die Hand aufs Herz. Und das war kein irgendwie dahingesagter Kitsch, dass ich diesen Kampf, der eine Weichenstellung sein wird, für das Schwergewicht begleiten darf als dritter Mann im Ring. Wiederum schwere Treffer gegen Sinan. Er muss aufpassen. Dazwischen aber auch er mit einer ganz starken Hand. Maskayev, the big O, mit dem linken Kopfhaken mal im Ziel. Und immer wieder trifft leider seine Rechte deutlich bei Shamil Sab. Gerade an der Deckung haben sie in der Vorbereitung so viel gearbeitet in Zinnowitz und im Max Schmeling Gym in Berlin. Über 2 Monate, ganz intensive Vorbereitung. Und genau das, was Uli Wegner so am Herzen lag, die Defensive, weist natürlich trotzdem ihre Lücken auf. Maskayev nutzt seine Chance. Riesen linker Kopfhaken von Maskayev. Es gab ja immer wieder solche schweren Substanzkämpfe in der Geschichte des Boxers. Sinan Chamizam, der schon ein super erfolgreicher Amateur war als Weltmeister. Aber zu viele kannst du davon nicht machen. Das ist kein Geheimnis in diesem super harten, intensiven Sport. Und noch einmal mit rechts im Ziel. Maskayev setzt die klareren Hände. Wir würden gern Besseres über die Defensive, über die Verteidigung von Sinan Chamizam sagen, aber eines steht fest. Es ist ein packender Fight. Nichts ist entschieden. Du bist genau richtig. Aber du bist zurückhaltend. Du bist zurückhaltend. Du musst deine Jabs feuern. Du musst in den Körper rangehen. Geh an seinen Körper ran und dann die Jabs. Nicht so viel zögern. Zack, zack, feuer die Jabs ab. Du musst schnell sein. Hand hoch. Komm, schnell, Wasser, trink ein bisschen Wasser. Streck deine Beine aus.
Ja. Komm, trink Wasser. Du musst ihn auf Trab halten. Du machst das super. Du hast bisher jede Runde gewonnen. Aber du musst wirklich rauf und runter gehen. Rauf und runter. Halt ihn auf Trab. Worte von Viktor Walle, dem neuen Coach von Oleg Maskajew. Seit 9 Kämpfen sind sie zusammen. Nach der Niederlage im März 2002 gegen Corey Sanders. Das ist nicht der Südafrikaner, das ist der Boxer, gegen den auch Timo Hoffmann erfolgreich in Dresden geboxt hat im Februar des Jahres 2004. Es war ja so eine Art Zäsur, Sie haben das in den Vorberichten gesehen. Er hat überlegt, ob er überhaupt weitermacht. Ein Jahr Pause lag dazwischen und seither ist er in 9 Kämpfen ungeschlagen. Oleg Maskajew.